So, jetzt habe ich hier mal was Neues, eigentlich ungewöhnlich für mich, und zwar ein Digitalradio. Schaut mir das mal an. Und zwar ist es ein ja, DAB Plus Radio. Und ja. Sie seien eine Chance, Konflikte zwischen Also, wie ihr so ein seht und hört, das funktioniert. Ich möchte jetzt hier keine Musik spielen, ihr wisst die Gründe. Aber ihr seht schon, ein toller DAB Plus Radio. So, jetzt haben wir ein Problem. Da gibt es ja diese Retro-Radios, hier zum Beispiel so ein 80er-Jahre-Weltempfänger. Manche haben auch ganz alte Transistorradios. Ich habe hier einen Bausatz für ein Transistorradio. Und es ist jetzt nur symbolisch zu sehen. Manche haben ja auch den alten Röhrenradio. Die hatten auch einen Antenneanschluss und einen Erdeanschluss. So, Problem aber: Mittelwelle wurde lang abgeschaltet und die planen auch schon, UKW abzuschalten. Übrigens, dieser schöne Radio kann auch UKW empfangen. So, wenn ich jetzt hier mal mein Mittelwellenradio einschalte, ich habe jetzt hier die Lautstärke voll aufgedreht und hier mal gucke, da ist gar nichts. Da ist einfach nur Stille. Gut, normal sollte er rauschen. Ich gebe aber gern zu, dass dieser Bausatz ein bisschen fertig ist. Aber er würde zum Beispiel wie hier, wenn man das jetzt hier einmacht, haben wir hier ein bisschen Prasseln vom Tablet. Aber ihr seht schon, wir haben hier, außer ein paar digitalen Störungen, haben wir hier nichts. So, was machen wir jetzt? Jetzt ist der Stefan hergegangen und hat sich was gedacht. Aha, wenn wir uns den Radio nämlich mal genauer anschauen, sehen wir da ein paar Sachen. Wir sehen hier so eine tolle Schraube, da kann man eine Frequenz einstellen. Sehen wir hier einen Potty, da kann man eine Leistung einstellen. Und hier einen Jumper. Ja, hier unten ist ein Jumper. Wenn ich jetzt mal rausnehme, einen Jumper, und tue den mal hier drüben rein, auf der anderen Seite, der war jetzt rechts, jetzt tue ich mal links rein, so, jetzt reinstecken, und dann schauen wir uns das Ganze noch ein bisschen an. Da habe ich leider die Sticker abgemacht, aber ihr seht schon, das ist so eine Sache, hier ist der DAB Plus Radio, und jetzt habe ich halt den Jumper umgesteckt. So, jetzt nehmen wir den Radio da mal um, und dann schauen wir mal, was der Radio jetzt macht. So, ein Radio schaltet mal wieder ein, ganz normal wie vorher. Ihr habt euch ja erinnert, dass da aus dem Lautsprecher bla 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 rauskam. So, schauen wir mal, start mal, bitteschön. Antenne müssen wir natürlich ein bisschen hochbiegen, weil sonst der Empfang schlecht ist. So, abspielen. Habe ich so einen MP3-Player. Okay, ja, also seht schon, hier tut sich jetzt nichts. Also ich kann hier Lautstärke ändern, ist egal, passiert nichts. Aber ja, drei Balken sind schön, mir gefallen drei Balken. So, haben wir jetzt hier diesen kleinen Radio, dieses Mittelwellenradio von vorher, der aber ein bisschen fertig ist. Und dann schauen wir mal, ob der jetzt was macht. Aha, schaut mal den mal an. So. So. Ja, ihr hört schon, der Radio ist ein bisschen fertig. Aha, jetzt hört man auf einmal das, was in dem DAB Plus Radio kommt, auf Mittelwelle. Ihr seht schon, also auf einmal kann man das auf Mittelwelle hören. Ja. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Diese Allstromradios. Ja, wenn man da Masse anschließt, da kann es passieren, dass ihr Phase auf dem Gehäuse habt und die Phase geht über den Masseanschluss, wandert die in euer Radio und ihr langt die Antenne hin, bekommt einen Stromschlag, das Radio ist kaputt, ist halt schlecht. Aber Stefan war clever und hat sich da was ausgedacht. Man kann ja Strom isolieren mit einem Schrumpfschlauch. Ja. Und man kann Strom auch isolieren mit Plastik. Und wenn wir uns das Radio jetzt hier mal anschauen, sehen wir hier nichts Auffälliges. Aber wenn wir jetzt hier mal den Schrumpfschlauch nehmen und da mal hingehen, oh, das ist nichts, aber wenn wir ihn richtig halten, oh, da fühlt sich da irgendwie, fühlt er sich da angezogen. Ja, der hebt dann da, kann man auch hier gucken, ja, schau, der hebt dann so, hebt der. Und jetzt können wir unser symbolisches Allstromradio nehmen. Hier, das ist unser tolles, super Allstromradio. Und können ihn hier verbinden mit der Masse. Natürlich macht er das im ausgeschalteten Zustand und mit der Antenne. Und auf einmal spielt unser Allstromradio, wenn der Empfang werden, denn wenn nicht da stehen würde, Dienst nicht verfügbar, sondern muss ich in der Antenne ein bisschen gucken. Schau mal, da jetzt. Da. Aha. Gut, es ist nur eine einfache Radioschaltung, die ich hier reingebaut habe. Aber normalerweise an einem Allstromradio, an einem fetten Röhrenradio, wird der Sound natürlich entsprechend gut sein. So, da das jetzt alles nicht so überzeugend klang, hören wir uns doch den Klang mal mit so einem normalen Radio an, weil der nicht so ein bisschen fertig ist. So. Achso, der ist schon eingeschalten. Ah, schön. Ah, das ist eine schöne QRM-Störung. Hört ihr das? Das ist schön über das ganze Band. Aber gut, da ist ja mein Modulator. Also man sieht schon, wie weit geht es jetzt? Also ihr seht schon, da kann man da ein bisschen was machen. So, und wer sich jetzt denkt, oh, das ist ja so cool, das Teil, das brauche ich unbedingt für mein Röhrenradio, der macht eBay auf und gibt ein DAB Plus / UKW.
auf Mittelwelle-Modulator Prototyp oder es gibt einen DAB-Plus-Modulator auf Mittelwelle. Ihr werdet es schon finden und wer mich direkt fragt, dem schicke ich auch einen Link in den Kommentaren. So, vielen Dank fürs Zuschauen und beste Grüße, Stefan.